ganz, ganz seltenes Einsatzbild, was wir hier auch vorgefunden haben, dass ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gebäude geprallt ist. Das Gebäude dabei massiv beschädigt worden ist. Der Fahrer des Busses wurde bei dem Unfall massiv eingeklemmt. Und dann hörte ich hinter mir ein ziemlich starkes Geräusch, drehte mich um und sah den Bus. Und dann war es auch schon passiert. Dann knallte der Bus da rein. Wir befinden uns hier in Castrop-Rauxel auf der Karlstraße und wir wurden von Seiten der Feuerwehr alarmiert gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus. Vor Ort stellte sich dann die Lage so dar, dass ein Linienbus der Herne Castrop-Rauxeler Straßenbahn von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein angrenzendes Einfamilienhaus geprallt war. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich neben dem Busfahrer nur ein weiblicher Fahrgast noch in dem Bus. Der Fahrer des Busses wurde bei dem Unfall massiv eingeklemmt und musste dann später durch die Einsatzkräfte unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Bus befreit werden. Er kam danach zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der weibliche Fahrgast war nicht eingeklemmt, wurde von den Rettungskräften erst versorgt und im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung geflogen. Ja, bei einer Alarmierung zu einem Unfall mit einem Linienbus denkt man natürlich zunächst mal an eine hohe Anzahl von betroffenen Personen. Hier in dem Fall wurde dann auch sogenannter MANF 5 ausgelöst, das heißt Massenanfall von Verletzten. Wie gesagt, glücklicherweise hat es sich dann nach Eintreffen dann so dargestellt, dass neben dem Busfahrer nur ein weiterer Fahrgast sich in dem Bus befunden hat. Aber das ist natürlich der erste Gedanke, den man hat, wenn die Alarmierung zu einem Busunfall kommt. Hier haben wir eben auch noch die Besonderheit, dass es sich um einen Elektrobus handelt, wo eben auch Hochspannungsleitungen im Bus verlegt sind, was dann für die Einsatzkräfte so weit von Bedeutung ist, dass man also genau schauen muss, wo das hydraulische Rettungsgerät dann angesetzt wird, wo man schneiden kann, wo man den Spreizer ansetzen kann, damit man eben selber gefahrlos
die betroffene Person aus dem Fahrzeug dann retten kann. Ja, es ist natürlich ganz, ganz seltenes Einsatzbild, was wir hier auch vorgefunden haben, dass ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gebäude geprallt ist und auch das Gebäude dabei massiv beschädigt worden ist. Und wie Sie vielleicht auch schon an der Einsatzstelle gesehen haben, sind ja auch Kräfte des Technischen Hilfswerks hier vor Ort, um eben auch zu prüfen, inwieweit dann das Gebäude möglicherweise durch den Unfall einsturzgefährdet ist, was natürlich dann auch jetzt Bedeutung hat für die weitere Bergungsmaßnahmen, um den Bus dann aus dem Gebäude wieder auf die Fahrbahn zu ziehen. Deshalb wird sich der Einsatz mit Sicherheit auch noch über mehrere Stunden hinziehen. Und so lange bleiben wir natürlich auch von Seiten der Feuerwehr zur Brandschutzsicherung dann auch noch mit einigen Kräften weiterhin vor Ort. Ja, die sind natürlich enorm geschockt gewesen, weil man solche Szenarien ja eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, aber nicht selber damit rechnet, dass es einen jemals erwischen würde, dass im eigenen Haus ein Linienbus auf einmal im Haus steht und eben zu diesen massiven Schäden am Gebäude und wie man ja im Hintergrund sieht, auch ein sehr neues Gebäude geführt hat. Ja, davon ist auszugehen, weil eben auch das Gebäude mittlerweile stromlos geschaltet werden musste und nach meinem Kenntnisstand auch der Bus genau den Bereich des Gebäudes getroffen hat, wo auch die Heizungsanlage und die Stromverteilung sich befunden hat. Ja, wie gesagt, wir waren insgesamt in der Hochphase mit rund 40 Einsatzkräften dann vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war mit vor Ort und 40 Einsatzkräfte von Seiten der hauptamtlichen Wache hier in Castrop-Rauxel vom Löschzug Castrop, vom Löschzug Rauxel Dorf, die an der Wache die Grundschutzsicherung gewährleistet haben, plus dann eben jetzt auch noch Kräfte des Technischen Hilfswerks, die uns hier unterstützt haben. Und wie gesagt, glücklicherweise hat sich ja herausgestellt, dass eben in dem Linienbus sich neben dem Busfahrer nur noch ein weiblicher Fahrgast befunden hat. Ja, ich sprach kurz vor dem Unfall noch mit meiner Tochter, die in dem entsprechenden Haus wohnt, und ging dann zurück zu unserem Haus, das ist direkt daneben. Und dann hörte ich hinter mir ein ziemlich starkes Geräusch, drehte mich um und sah den Bus, der die Kurve nicht nahm, sondern direkt auf das Haus unserer Tochter zusteuerte. Und dann war es auch schon passiert. Dann knallte der Bus da rein. Dann wollte ich erst mein Handy holen und die 112 anrufen, aber das hat meine Frau erledigt. Und dann habe ich mich um den Busfahrer gekümmert, weil ich sah, dass meine Tochter, die ja im Haus war, auch schon draußen rumlief. Also bestand da erstmal keine Gefahr und der Busfahrer war mir in dem Augenblick dann, sah ich den als Priorität an. Ne? Der war erst ein bisschen weggetreten und war nachher aber dabei bei Besinnung. Und ich habe ihm versucht zuzureden, helfen konnte ich ihm weiter nicht, weil er eingeklemmt war.
Ja, was geht einem da durch den Kopf? Eigentlich wenig zu dem Unfall selber. Man versucht zu helfen und versucht das Beste aus dem zu machen, was man irgendwann mal gelernt hat. Bei irgendeinem Erste-Hilfe-Lehrgang. Bei dem Busfahrer war es jetzt so, dass ich nichts machen konnte, sondern ihn nur bei Bewusstsein halten konnte, indem ich mit ihm gesprochen habe. Dann kam aber kurze Zeit später eine junge Frau, die sich als Ersthelferin ausgab, und die hat dann den Fall übernommen und ich konnte mich dann um meine Tochter kümmern. Die hatte wohl erst ziemlich starke Probleme, Kreislaufprobleme, und wahrscheinlich auch ist ihr das sehr, sehr an die Nerven gegangen. Aber im Augenblick scheint es wohl, dass sie sich wieder gefangen hat. Ebenso mein Schwiegersohn. Ne? Nein, im Augenblick waren die Rettungsaktionen der Personen, jetzt auch des Busses und das Abstützen des Hauses das Wichtigste. Und wie es weitergeht, müssen wir erstmal heute Abend, wahrscheinlich sehr spät Abend, und morgen dann weiter klären. Thank you.
Wenn euch auch diese ausführliche Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr, falls noch nicht geschehen, gerne unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und jetzt dürft ihr wie immer hier unten in dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun oder eure Fragen stellen.